Morgen, ich hoffe, euch geht es gut. Willkommen zurück zu einem neuen Vlog. Und wow, wie viele Fingerabdrücke können auf einem Spiegel sein? Viele. So, ich habe irgendwie mein Haarband verloren. Ich muss meine Haare aus dem Gesicht haben, aber ich weiß nicht, wo mein knuffiges Band ist. Jetzt mache ich es einfach hier mit so einem Tuch, damit ich wenigstens ein bisschen die Haare aus dem Gesicht habe. Ian ist schon im Kindergarten. Wir haben heute ein bisschen was zu tun. Kurz vor Weihnachten alles hier. Ging jetzt alles doch schneller als gedacht. Ja, ich mache mich jetzt fertig. Und dann, meine Mama ist auch schon auf dem Weg, werden wir produzieren heute. Eigentlich ist Mittwoch immer unser Produktionstag. Aber dadurch, dass wir heute ein paar Abgaben drin haben, müssen wir heute schon ein bisschen was machen. Ja, erstmal Pickel ausdrücken. Alter, meine Haut, ey. Catastrophe. Ich habe mir neue Produkte gekauft. Ich war am Wochenende noch in der Stadt, habe mir einen neuen Bronzer und einen Blush gekauft, habe mir meinen Anastasia Augenbrauenstift gekauft und Tobi ist übrigens unten gerade Paket am Auspacken, deswegen nicht wundern. Und habe mich influenzen lassen von Tobi. Der benutzte mich hier von Fenty Skin, diesen Cleanser. Hat da so von geschwärmt, dass ich den jetzt einfach mal gekauft habe. Ich finde den gut. Ich glaube, ich finde den aber nicht so gut wie meinen eigentlichen Cleanser von La Roche-Posay, weil der ist leer gegangen. Und die Apotheke, also ich kaufe den immer bei der Apotheke und ich mache das jetzt mit dem hier. Die Apotheke, die hatte diesen Cleanser nicht, die andere Apotheke hatte den auch nicht, der war auch ausverkauft. Und deswegen habe ich dann gesagt, so, ich brauche jetzt einen und ich wollte halt wirklich, weil meine Haut sehr, sehr empfindlich im Moment ist, einen guten haben. Und Tobi hat das halt gesagt, dass der gut ist. Und ich war eh gerade bei Sephora, deswegen ist der jetzt mitgekommen. Aber ich werde mir meinen wahrscheinlich holen und dann nimmt Tobi den weiter. Das ist ja jetzt nicht das Drama, er benutzt den ja. So, und weil viele gefragt haben, Make-up-mäßig, was ich benutze, das hatte ich schon mal gezeigt, aber ich habe nicht gesagt, welche Farbe ich benutze. Ich benutze von NYX NYX dieses Total Control Pro, diese Drop Foundation in der Farbe Nude. Nude. So, und das ist halt so eine Pipette, muss man echt vorsichtig sein, weil die Foundation ist schon wirklich arg flüssig. Feuchter Beauty Blender und dann verblenden los. Ich mache es immer erstmal einmal komplett so grob, damit überall was ist und dann zupfe ich und verblende den überall. Und übrigens bin ich wirklich gerade stark am Überlegen, ob ich meinen YouTube-Kanal wieder aufleben lasse. Ich weiß nicht. Irgendwie fehlt der mir. Und ich dachte mir, shit egal, ob da viele Videos drauf kommen, ob das viel geklickt wird oder was auch immer. Mittlerweile denke ich da nämlich auch ein bisschen anders drüber. Ich will das machen, was mir Spaß macht. Und das fehlt mir schon arg. Ich dachte mir, warum nicht einfach vielleicht diesen Kanal wieder in irgendeiner Form aufleben lassen, wenn es einfach nur so, keine Ahnung, relativ oberflächliche Videos sind. Also ich glaube jetzt nicht, dass ich da jetzt nochmal voll... Also weil wir gehen ja hier auf dem Kanal immer sehr stark auf Themen ein wie Depressionen oder unsere Paartherapie, unser Kinderwunsch, Hausbau und. Das seht ihr ja hier alles. Aber ich kriege halt nach wie vor mal relativ häufig noch so Fragen, so hey, kannst du nicht nochmal ganz detailliert deine Make-up-Routine zeigen? Kannst du nicht nochmal dies? Kannst du nicht nochmal mehr Outfit-Videos und sowas machen? Weil viele auch gar nicht auf Instagram sind oder gar keinen Bock haben auf Instagram oder mal diese Oldschool-Videos vermissen, so ein typisches Get Ready With Me, nicht immer dieses schnell, schnell, schnell. Und da dachte ich mir, vielleicht gehe ich da nochmal drauf ein, boah, wie geil ist diese Verpackung bitte, ne? Dieses matte Schwarz. Würde ich sagen, mache ich jetzt mal einen Schnelldurchlauf. This is so nervig hier. Geil. Let's go. Wir sind gerade die ganze Zeit am Produzieren, da sitzt Maren
Machen holt gerade den Kleinen ab. Wir warten eigentlich nur darauf, um Lien ganz kurz Hallo zu sagen und dann eigentlich auch direkt wieder durch die Tür zu sein, weil ich habe noch eine Kooperation, die ist ein bisschen weiter weg. Die müssen wir filmen und das machen wir jetzt gleich alles unterwegs. Wir nehmen euch mit, das heißt, ihr seht einen Teil davon. Aber ja, wir sitzen jetzt hier gerade so auf heißen Kohlen und warten. Ja, warten und warten und warten. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Jetzt haben wir doch nicht unterwegs gefilmt. Nee, das haben wir nicht. Jetzt waren wir so im Filmstress. Ja, dass wir nicht gefilmt haben. Witzig. So, jetzt wird erstmal gegessen übrigens. Der witzigste überhaupt hier bei Tobi. Ja, das ist der allerwitzigste. Läuft bei dem. Prost. Das ist der Meme-Opa. Der Meme-Opa. Hallo, ich bin der Meme-Opa. Wonach riecht's hier? Bremsen. Heiße Bremse. Heiße Bremse. Heiße Bremse, heißer Fasti. So, ich habe jetzt noch schnell gekocht. Wir haben gestern Raclette gemacht und jetzt gibt es noch ein paar Reste. Der Lien, der hat ja im Kindergarten gegessen. Der kriegt gleich Abendbrot noch. Wir haben jetzt etwas später tatsächlich Mittagessen gemacht. Ganz entspannt, eine Gemüsepfanne mit ein bisschen Fleisch und für mich noch veganer Fehltag, Salat. Das hier, war ne? Meins Salat jetzt. Ich habe nicht so viel. Ja, genau. Ja, guten, ne? Guten. Guten. Insel, Binsel, Spinne, krabbelt hoch die Regenrinne. Oh, oh! Was machst du? Du bist ja da drin. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt. Insel, Binsel, Spinne, krabbelt hoch die Regenrinne. Weißt du, was jetzt kommt? Was kommt jetzt? Das Knutschi-Baby. So, und dann kann man so machen, so. Wie Hölle. Mama, das Kraktor-Video dann gucken wir, ne? Ah, ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. So, ah. Ah, fast. Ja, dann geh mal hoch. Kriegst du es hin? Nein, Gott. Oh. Guck, ah, super. Hier. Habe. Ja, dann geh hoch und versuch den Hut zu kriegen. Ich den und du den? Ja, ich Zauberer. Du bist Zauberer? Das ist ein Zaubererhut? Ja, ich auch. Okay, ich bin Cowboy und du Zauberer? Ja. Okay. Oh, cooler Zauberer. Ja. Was kannst du jetzt? Ich zauber. Ja, zeig mal. Gib mal Nunu. Dann, Nunu kann man nicht zaubern. Dann zauber mal. Abkadabra weg. Abracadabra weg, Mama weg? Ja. Okay, und Simsalabim? Weg. Du bist ein kleiner Zwerg. Howdy, Bruder! Und jetzt ist Mama? Simsalabim, Lien weg. Lien, was machen wir? Team Wolf. Team Wolf. Team Wolf? Au! Au! Ich liebe dich. Ja. Liebe dich auch. So, Ende finito und vorbei. Damit endet der Tag, Leute. Sichtlich erschöpft bin ich und müde. Ja, aber bald ist Weihnachten. Ich sag jetzt einfach nur Tschüss, Leute. Haut rein. Bis morgen.